So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Midas Gold Plus als nächstes. Und ja, jetzt bin ich gerade doch wieder an der Schwelle, wo ich euch vielleicht zum nächsten Pad und sogar zur nächsten Area mitnehmen kann. Mal gucken, ob das von den Power her, vom Power her ausreicht. Also erstmal hier die Loot-Sachen einsammeln und die nächsten 6 Stunden in Auftrag geben. Also 12 Stunden sind wieder erledigt. Jetzt bin ich bereits, Dragon of the Void, mein neues Pet. Jetzt habe ich natürlich nicht geschaut, wie hier die alten Werte waren, aber ich bin sicher, dass sie deutlich, deutlich angestiegen sind. Dann hier machen wir die nächsten 12 Stunden auch wieder Potions sammeln. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt die letzten 6 Level der Diamond Arena ohne weiteres geknackt bekomme. Weil normal sollte das Ding jetzt so stark sein, dass ich ja, dass ich die Monster zumindest, bis auf das Bossmonster, ohne weitere Tränke besiegen kann. Also sieht gut aus. Mal gucken, ob es so bleibt. Dann machen wir nämlich die Diamond Level 5 tatsächlich heute gleich fertig. So, und Lava Annihilator ist auch Geschichte. Also schauen wir mal, dass wir das genauso schnell erledigt bekommen wie die anderen. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Genug Lifesteal, genug Reflection. Na! Oh, das war knapp. Mal gucken, habe ich hier jetzt noch 100 Punkte? Kann ich den Block noch erhöhen? So, den machen wir auch nochmal. Und weiter geht's. Nummer 21. Das ist knapp. Na, ich habe jetzt kein Problem, unbedingt ein bisschen Getränke zu benutzen. Aber machen wir noch einen zweiten Versuch und schauen mal, ob der besser gelingt. Ha! Mann, das wird wahrscheinlich zu knapp. Oh, es hätte doch mit einem gemacht, weil er hat Reflection benutzt. Aber okay. Gut, eine Heals Portion weniger. Jetzt haben wir wieder einen Soul Drainer. Dragon of the Void. Tja, der braucht mal wieder ein bisschen Lebensenergie. Gut, damit ist der auch geschafft. Das heißt, es sind jetzt 60 Punkte verfügbar. Das heißt, noch ein Level, dann kann ich auch das letzte nochmal aufleveln. Und dann, danach haben wir den Boss-Gegner. Mal schauen, ob der klein zu bekommen ist. Und wie viele Lebenspunkte ich dafür bräuchte. Ah, okay, das war schon zu viel. Dann kann ich mal 2 noch von den Potions, weil davon brauche ich ja eh nicht. Kann ich ja eh immer nur eine verwenden. Dann machen wir den halt so fertig. Dann brauche ich zumindest keine Life-Potions. Jawohl. So, jetzt haben wir noch den letzten auf Level 35. Reflection nochmal verstärkt. 460 Reward-Punkte. Vorausgesetzt natürlich, ich kriege den kleinen. Den Shadow King. Also aktuell Bonus, Arena Reward sind bei 13.500 Bonus. So, die werde ich auf jeden Fall brauchen. Und hey, das sieht gut aus. Vor allem sieht es schaffbar aus. Also 1,4 kann er erreichen. Aber ich habe, denke ich, genug Health Potions, um das klein zu bekommen. Ja. Woo. Damit, Conclusion, you have won all the arenas. Now you can focus on turning everything into gold again. Was? Okay, das war die letzte Arena. Das war's. Keine weiteren Arenen zur Verfügung. Das heißt, auch hier ist das Ende zumindest in der Hinsicht erreicht. Ja, ich kann jetzt nicht mal mehr meine Potions für irgendwas ausgeben. Level 5 oder Diamond Arena 5 war die letzte. Jetzt kann es natürlich sein, dass es noch einige weitere Haustiere gibt, die aber letztlich keinen weiteren Vorteil mehr geben. Es gibt keine BP-Punkte mehr zu erreichen. Ich kann nichts mehr anstellen. Ich kann nur mein Pet weiter leveln. Da wird es dann vor allen Dingen ärgerlich, weil ich kann die Dinger ja nicht mehr verbrauchen und dann bleibt immer dieser gelbe Kranz dann nachher offen. Das ist echt unpraktisch.
Mal gucken, wie es jetzt hier aktuell mit den Boni läuft. Das heißt, weil der nächste Step ist ja eben immer noch für Wolf. Das Boy muss ja noch auf 9 hoch 13, also 113 kommen. Da zählt mir noch eine Zehnerpotenz. Und hier bin ich jetzt gerade eben dabei, die 7,3 hoch 272 einzusammeln, was jetzt aber auch ganz ordentlich abgeht. Ja, dann ist es tatsächlich zu schauen, ob ich das Spiel noch weiter anschaue, nur um noch rauszubekommen, was das maximale Pet ist. Wobei vielleicht ist der Dragon of the Void ja das letzte Pet. Das kann ich zumindest noch die Diamanten ausgeben, um das hochzuleveln, aber es lohnt sich an der Stelle dann auch nicht mehr sehr. Weil da wäre es dann sinnvoller, tatsächlich wieder in andere Boni im Shop das auszugeben. Weil dann kann ich hier ja, gucken, ob die Epic Erb Upgrades oder die Void Crystal Bonus, ob sich das nochmal mehr lohnt. Ach ja, und was ich euch auch noch zeigen wollte, schon ein paar Mal vergessen habe, ihr seht ja, dass unten die Sachen immer nur auf vier Stellen angezeigt werden. Also hier habt ihr zumindest eine Anzeige, wo alle fünf Stellen angezeigt werden, um zu sehen, wie viele von diesen Elementen tatsächlich zur Verfügung stehen. Also irgendwo um die 20.000, bis auf den einen hier, den ich seltener nutze. Für die Knowledge sind es halt 25.000. Also es ist hinten abgeschnitten, nicht vorne. Na gut, soweit heute für Midas Gold Plus mit der letzten Arena.